Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich mach den doch schon kürzer. Wieso steht der denn jetzt von einem... Jetzt ist er zu kurz und nachher ist er zu lang. Wollt ihr mich ver... Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist er zu lang. Der ist zu lang. Wieso? Warum? Wieso ist der denn jetzt zu lang? Aber anders ging das jetzt nicht. Weißt du was? Ist mir jetzt auch egal. Wir machen das jetzt einfach so. Boah, das gibt's ja gar nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Alles Holz verbraten. Wird immer noch nicht reichen. Aber es geht ja schnell. So, da steht richtig über, ist ja klar. Das passt. Nein! Ein zu weit. Ohne dieses Raster wäre ich echt aufgeschmissen. So, das geht natürlich jetzt wieder nicht, weil es zu kurz ist. Das passt wieder. Genau hierhin. Ja, wunderbar. Es sieht auch ganz gut aus. Und jetzt müssen wir doch tatsächlich wieder... So, das war der Winkel. Mit der Holzlänge. Müssen wir das längste nehmen, was möglich ist. Und das müsste das sein. Warte mal, wo müssen wir das denn hinsetzen? Wie war das nochmal mit der... 1, 2, 3 waren's. 1. Ich muss das jetzt. Ich muss jetzt drauf vertrauen. 3. Ich sehe es jetzt. Ja, es passt. Es passt unglaublich. Ich bin geradezu wahnsinnig begeistert davon. So, jetzt haben wir schon wieder keine. Sag mal, warum stelle ich denn nicht einfach ein paar mehr her? Haben wir denn jetzt überhaupt keine. Da sind noch zwei andere Baumstämme. Also nochmal eben Holz geholt zu unserer Holztruhe. Haben wir hier noch irgendwas drin? Baumstammmäßiges? Nein, hier sind nur Stöcker drin. Hier ist nur ganz irgendwelche Holzlatten. Wir brauchen... Lass uns mal Birkenholz nehmen. Birkenholz. Birkenholz. Rohstoffe. Rohstoffe, Holz, Bauelemente, Glasscheibe, Holzstamm, Schwarz, 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen zu viel hergestellt, aber ich habe halt auch keinen Bock raus und reinzulaufen, wenn uns jetzt mal irgendwas hier in die Dutten geht, wenn wir das mal nicht richtig machen. So. Also 1, 2, ich will jetzt hier fertig werden. 3. Weißt du, was ich mich frage? Ach nee, das liegt, ja. Es liegt immer an dieser runden Säule hier. Es liegt immer an dieser runden Säule. Deswegen geht das ein bisschen weiter nach vorne. Deswegen geht das ein bisschen weiter nach vorne. Ich weiß noch nicht, wie ich das löse. Ich weiß es ehrlich, ich weiß es noch nicht. Nachher mit den Glasscheiben. Hoffentlich sieht das nachher vernünftig aus, wenn wir das Ganze hier mit Glas verkleiden. Ich kann es im Moment noch nicht abschätzen. 1, 2, 3. Ich kann es noch nicht abschätzen. Aber für sich gesehen, so sieht es erstmal schon mal ganz gut aus. Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Und ich würde jetzt natürlich gerne auch mit Glas hier
bisschen rumwerkeln. Allerdings würde ich auch gerne noch ein bisschen Glas herstellen. So, das Abendrot füllt das Haus. Sand. Sand, Sand, Sand. Wir brauchen jetzt... Allerdings würde ich jetzt... Mich nervt das, wenn ich ständig was in der Hand habe. Glas ist hier nicht mehr drin. Wir haben das letzte Glas zu Versuchszwecken hier rausgenommen. Aber wir haben hier Sand. Und den nehmen wir natürlich jetzt auch. 35 Sand aus der Wüste. Wo wir auf Dauer wahrscheinlich noch mehr herholen müssen. So, Sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 8 Glasscheiben, mehr nicht. Ich hätte übrigens bei diesem Spiel erwartet, dass man zur Herstellung von Sand irgendwie den Ofen noch benutzen muss. Weil Glas wird ja durch Sand, auch aus Sand hergestellt, aber in einem Brennverfahren, soviel ich weiß. Und deswegen hätte ich das irgendwie cool gefunden. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wir legen uns mal eben schlafen, okay? Wir legen uns mal eben schlafen. Bei Tage ist das alles etwas besser und etwas geschmeidiger, weil man einfach mehr sieht. Wir sind ja hier nicht auf der Jagd, sondern wollen hier vernünftig und produktiv arbeiten. Dap, da, dap, da, dap, da, dap, 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 da, da, dap. So, hier wollen wir nix. Hier wollen wir nix, hier wollen wir nix. Da wollen wir was. Oh, jetzt gucken wir gerade mal mit dem Glas. Glas, 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 Glas. 9-mal Glas. Mit Raster. Wie breit kriegen wir das denn? Okay, wir kriegen es auf jeden Fall so breit, dass wir das ganze Ding hier ausfüllen können. Ah, wir können sogar zwei. Wow, wir können sogar zwei ausfüllen. Das ist ja obernice. Wie hoch geht denn das? Ist sogar zu breit. So, eben mal ganz kurz festhalten. So wird es aussehen. Da fehlt uns jetzt ein ganz kleines Stück. Das Blöde ist... Es steht über. Das ist das Blöde jetzt. Ich kriege das auch nicht näher ans Haus ran. Das heißt, ich muss hier jetzt tatsächlich... ...mit zwei Glasscheiben arbeiten. Das wäre natürlich saudoof. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Dann müssen wir das tun. Steht über. Siehste? Steht über. Irre. Weißt du was? Wenn das so ist, ne, dann können wir auch eine ganz normale Glasscheibe für diese Hälfte nehmen. So. Passt genau rein. Passt genau rein. Das ist echt, gar nicht so einfach.
Oh Mann, was muss man sich hier konzentrieren? Etwas schmaler das Ding, etwas breiter das Ding. Es ist irgendwie eine ganz dämliche Stelle. Wieso macht er denn jetzt hier so ein Brimborium? Das gibt's doch jetzt gar nicht. Der will jetzt auch nicht da rein, ne? So. Was ist jetzt? Ich mach das jetzt so. Boah, manchmal, das sind jetzt so, das sind so Phasen, die mich echt nerven jetzt gerade, ne? So, da ist die Glasscheibe. Es sieht allerdings auch kacke aus. Es sieht mega kacke aus. So können wir das nicht machen. Das geht nicht. Sieht mega kacke aus. Normalerweise rede ich aber ein bisschen mehr zwischendurch, aber jetzt. Sieht immer noch kacke aus. Das gibt's doch nicht! Wieso sieht das kacke aus? Warum ist das so? Das soll so nicht aussehen. Ich will das jetzt anders haben. Ich hau das Glas so oft kaputt, bis das richtig sitzt. Auf sowas habe ich keinen Bock. Echt nicht. Das soll richtig sitzen. Ohne Raster vielleicht. Sonst müssen wir das ohne Raster machen. Wenn das nicht geht. Sieht denn das aus auf der anderen Seite? Das Glas scheint auch dahinter zu sitzen irgendwie. Ich glaube, wir haben es ganz gut gelöst. Also immer kann man dieses Raster nicht verwenden. Und man guckt durch dieses handgewalzte Glas nach draußen. Ich finde das total schön, wie das aussieht. Dass die Welt da so ein bisschen handwalzglasmäßig verschwommen erscheint. Finde ich schon irgendwie cool. Sehr schön. Nein, aber das war unsere erste intensive Erfahrung mit der Kombination aus Raster und Nicht-Raster. Und ich muss jetzt sagen, ich mache das Ding jetzt hier ohne Raster. Ich glaube, wir sind besser beraten, das ohne Raster zu machen. Wesentlich entspannter. Also das macht mir mehr Spaß. Auch wenn es nicht alles hundertprozentig ist. Aber das muss es gar nicht sein. Das muss es gar nicht sein. Es muss, sagen wir mal, zu 90% oder zu 80% sein. Niemals zu 100. So, das ist. Nee, das passt auch. Wesentlich entspannter. Wesentlich entspannter. Das war nochmal eben offen. So, jetzt haben wir kein Glas mehr. Jetzt müssen wir gleich gucken, wo wir schon was reingesetzt haben und wo nicht. Und verbrauchen bei der Gelegenheit unseren letzten Sand. Was natürlich wieder nach Jagd schreit. Denn wir wollen ja dann auch irgendwann wieder auf die Jagd. Und das nächste Mal, hatte ich ja schon angedeutet, geht es in die. Mein Gott, nun geh runter. Geht es in die Savanne. Hatte ich ja schon mal erwähnt. 10 Glasscheiben, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ein bisschen künstlerisch hier. So, da ist es zu breit. Ein bisschen schmaler geht's noch.
Ah, das ist etwas zu schmal. So. Sau cool, sau cool. Haben wir jetzt auch überall Glasscheiben drin oder haben wir irgendwas vergessen? Alles handwalzmäßig. Ja, sehr schön. Aber das Schwierigste, kommt ja jetzt erst. Das Schwierigste kommt ja jetzt erst. Denn wir müssen jetzt versuchen, das Dach zu machen. Das wird schwierig. Und ich habe mir ja auch gesagt, ich möchte nicht cheaten in diese Richtung mehr. Am Anfang habe ich das ja so ein bisschen gemacht, dass ich hier rumgeflogen bin mit Glasscheiben und so weiter. Ich würde jetzt allerdings gerne das Ganze ohne Cheaten machen. Und dass das um einiges aufwendiger wird als das andere, das wissen wir ja. Aber wir haben ja in diesem Spiel gesehen, dass es auch Baugerüste gibt, die man verwenden kann. Mit Baugerüsten kann man sich ja auch am Haus quasi hochbauen und bestimmte Areale dann bebauen und verändern, die man sonst nicht erreichen kann. Vom Boden aus meine ich jetzt. Und das versuchen wir beim nächsten Mal, dass wir uns beim Baugerüsten hier so ein bisschen hochhangeln, dass wir diesen Wintergarten jetzt auch bald fertig bekommen. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie zu viele Folgen darauf verwenden, diesen Wintergarten zu bauen. Ich möchte, dass er jetzt bald fertig wird, damit wir auch irgendwann mit der Einrichtung des Wintergartens und des ganzen Hauses auch beginnen bzw. fortfahren können. Dass es alles für uns hier noch wohnlicher und noch schöner wird. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen, auch wenn teilweise bestimmte Passagen ein bisschen länger gedauert haben mit dem Glas und so weiter. Aber so ist das halt, wenn man sich nicht so gut auskennt oder wenn man noch relativ frisch in der Materie drin ist. Da muss man eben einiges ausprobieren und dann wird es eben zwischendurch auch kommentarmäßig ein bisschen ruhiger, weil man sich auf diese Sachen konzentrieren muss. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.